Okay. Hier kann man das theoretisch rein gleich wieder als Treppe benutzen für den nächsten Aufstieg, wenn man hier noch ein... Ah, hier soll ja nur ein Balkon drauf. Ha, müsste mal schauen, wie man das macht. Ja, der Balkon ist momentan noch ein bisschen ungünstig, glaube ich. Ich mache jetzt mal diese komischen Ecken hier fertig. Ich will jetzt die Ecken mal erstmal fertig haben, damit das hier irgendwie nach dem Haus aussieht. Dieses, ich hebe mir das auf, mache da einen Baumstämme rein, das können wir später immer noch machen. Huch, das war jetzt so nicht geplant. So, hier und dann kommt das auch hier jetzt so. So. Dann kann man nämlich hier. Dann macht man sich einfach. Ich dachte schon, es ist vorbei, aber nee. Ich dachte schon, es ist vorbei. So, dann macht man sich nämlich jetzt einfach hier den Abstieg. Der dann einfach hier runterführt erstmal. Und dann kann man hier unten nämlich alles eben machen, eben ziehen. Und auch hier kann erstmal Holz rein. Genau wie da. Und da kann ein Fenster rein, aber das müssen wir uns erst bauen, weil wir haben auch keinen Fensterrahmen. Oh, das war so nicht geplant. So, super. Dann kann hier auf jeden Fall dann noch ein Zimmer rein. Die 4. Sag mal, man macht ja noch ein großes Zimmer. Das ist ja kein Problem. Das dann halt ein bisschen mit dem, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier wieder noch eine Steinreihe reinziehe, damit diese Steinreihe da gewahrt bleibt. Ich glaube, die nehme ich komplett raus, diese Steinreihe hier unten, diese eine. Ich glaube, die nehme ich komplett raus und ziehe dann noch Holz rein, damit das nicht ganz so krass aussieht. Ja, super. Und ziehe dann also hier jetzt, Moment. So, machen wir jetzt einfach mal hier Holz rein. Das sieht dann vielleicht von innen ein bisschen seltsam aus, aber von innen kann man es ja immer noch verkleiden. Erstmal, dass es von außen nicht ganz so steinern aussieht. Das sieht mega behindert aus, finde ich. Das kann man echt besser machen. So. Den Rest kann ich von drinnen auch machen. Und wir haben kein Holz mehr. Super. Echt geil gemacht. Wir haben also jetzt gerade alles weggehauen. Haben aber kein Holz mehr. Ist aber auch egal. So. Also machen wir das ja ein bisschen runter, das Holz. Das ist auch kein Problem. Dann kommt das, auch, das hier auch noch weg. La 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 la. Wäre auch schön, wenn man dann noch stärkere Spitzhacken bekommt, dass das ein bisschen schneller geht dann eventuell. Sagen wir mal, dass man dann vielleicht noch Diamanten finden kann. Oder von mir aus macht Rubine draus. Macht eine Rubinspitzhacke, ist mir egal. Hauptsache irgendwas Schnelleres dann noch. Ich will Schnelleres, ich gebe mich mit dem Scheiße nicht zufrieden, Junge, ey. Und so wird aus der Bruch, aus der fast fertigen Bruchbude schon wieder eine neue Bruchbude. Aber das war ja vorherzusehen.
Wir müssen mit den Materialien erstmal zurechtkommen. Und ganz ehrlich, sobald ich rausgefunden habe, was es für coole Materialien alles gibt, wir haben auch lange nicht alles abgeklappert. Sobald ich das rausgefunden habe, wird das wahrscheinlich sowieso alles nochmal komplett verändert hier. So. Schnarsch. Und den inneren Kern kann man ja ruhig so lassen. Aber im Inneren. Ja, hier, das kann man ruhig so lassen. Dieses eine Ding hier. Genau. Geht immer noch nicht, das Ding. Keine Ahnung, was da kaputt ist. Ich kann es nicht sagen. Eieiei. So, dann müssen wir wieder Holz farmen, aber ordentlich diesmal. Und Stein glaube ich auch ein bisschen. Ne, Stein glaube ich ja nicht. Achso, mal Holz. Ich habe mit meinem wir müssen ordentlich Holz farmen. Dann gehe ich in Waldholz 5 Bäume ab und gehe wieder zurück, weil mir langweilig ist. Ich bin so schlimm, ich weiß. So, hier, komm. Ihr fällt jetzt einfach mal 10 Bäume. La. Ich will nicht zu lange Bäume fällen, aber das ist dann nur ein bisschen langweilig. Ich muss auch ein bisschen Action zwischen haben. Ach, hier ist das Lager. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Zwei Baum. Drei Baum. Das ist der sogenannte Dreibaum. Ich kann das auch umschlagen, das bringt dem Baum gar nicht aus der Fassung. Der fällt trotzdem gleich um. Sprung! Oh. Oh ne, hat funktioniert. Okay, gut. So, der hier auch noch. Der gute, die gute Ute. Sieht aus, als wenn er mich gleich anfasst. Wie? Es ist ein Krabbe. Okay, komm mit, Baum. Die gute Ute. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt neu lade, ob das die Bäume dann löscht. Ich möchte es... Einerseits ausprobieren, andererseits habe ich keinen Bock, dass der Baum weg ist dann. Ich habe gar nicht mal mitgezählt. Ich glaube, es sind bei 5 oder so. Keine Ahnung. Lolololololololol. Einmal weiter auf Bäume drauf einkloppen, das passt schon. Das hat sich gerade irgendwie ungesund angehört, das Geräusch. Ich weiß nicht, was es war, aber es klang wunderbar. Huch? Hä? Kann mir jemand erklären, warum der Baum schon zersplittert war hier, der eine? Ist es, weil der eine auf der anderen draufgefallen ist, oder wie? Das kann ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich zage erstmal die Bäume jetzt. Lalalalalalala. Ich ziele malus mitten auf den Baum ein und da kommt dann gut zagte Holzstückchen raus. Warum auch nicht? Lalalalalala. Das ergibt ja vollkommen Sinn. Jetzt mache ich das bei dem hier auch. Dann freue ich mich. Dann freue ich mir einen Ast ab. Ast ab, verstehst du, wegen Baum? Ich gehe mich da erschießen, gell? Stopp, bleib hier! Bleib hier! So. So, der kommt auch mal weg hier, damit ich überhaupt sehe, was ich hier mache. Hä? Da war gerade was. Da war doch gerade was. Da, nimm mal das. Okay, gut. Warum nicht? So. Klack auf den Boom. Der sollte eigentlich schnell kaputt gehen. Ne, ist ein großer. Okay. Das dauert eine Weile. Das ist großer. Klack, 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 klack. So.
Super, was haben wir hier noch? Nichts. Na gut, der da ist noch umgefallen. Nehmen wir den mal mit. Oh, das war ein kleiner, okay. Der hat keine Setzlinge gedroppt. Stell ich mal genau in den Baum hier rein, mal gucken, was jetzt passiert. Bestimmt fliegt mal 3 Kilometer durch Luft oder sowas. Grafikbugs! Grafikbugs! Grafikbugs und Grafikbugs. Ich mach hier den Grafikmax. Viele Grüße an Max an dieser Stelle. An den Grafikmax. Ich weiß nicht, ob der Grafikdesigner Max heißt. Ich glaube nicht. Ich glaube es fast nicht. Wenn du Max heißen solltest, dann fühle ich gegrüßt. Ansonsten, ja. Dance ist dieser fröhliche Musik ab. Und sende es mir. Sehr, sehr geil. So. Jetzt habe ich hier rings um meine Holzfäller Hütte. Oh, das ist mein Holzfäller. Das ist meine Holzfäller Hütte. Jetzt habe ich rings um diese Hütte alles niedergemäht. Wo ist sie denn? Ach so. Die kennt man so schlecht. Jetzt habe ich hier rings alles niedergemäht. Dann wollen wir mal zurück. Wir haben mal. Das sieht nicht schlecht aus. Es wird sowieso gerade Nacht. Das trifft sich sehr gut. Sagte der Jäger zum Sohn, ich habe heute auf der Jagd den Lehrer getroffen. Sagte der Sohn, oh, ich habe ihn nicht gemocht. Ja, witzig, oh mein Gott. So, da sind wir wieder zu Hause. Und leider zieht es ein bisschen an den Füßen. Darum werde ich kurz die Planken kurz hier reinziehen. Das sieht gut aus, die 4. So, klack, klack. Ich werde mal kurz hier Planken reinziehen. Denn die Planken, die müssen reingehen. Denn es wird hier langsam sehr kalt. Da draußen ist doch ein Wald. Ich muss mal ganz kurz hier alles dicht zimmern. Ein Riesen. Ich mache ja, komm ich mal. Ich mache ja einfach mal jetzt dicht. Das ist mir. Ich will einfach mal die Räume fertig kriegen langsam. Das ist einfach mega ätzend. Ich mache jetzt auch hier so. Das kann später alles umgehen haben. Ich will jetzt die Räume fertig kriegen in ihrer Form, wie sie aussehen sollen dann später, damit ich weiß, wie sie aussehen sollen später. Das ergibt Sinn. Ich weiß. So, die 4. Sehr schön, geht doch. Ah ja, wieder noch was. So, klack, klack, klack. So, dann haben wir hier einen fertig eingerichteten Raum. Der, glaube ich, komplett nach einem tiefer kommt. Das, ich glaube, den werde ich komplett nach einem tiefer ziehen. Das mache ich aber später. Das ist eine Sache, die kann man später machen. Dann kommt hier jetzt. Ich müsste mir vielleicht. Ach so, genau. Das war ja so geplant. Dann kommt hier jetzt als nächstes der nächste wunderbare Raum hin. Den kann ich auch bei Nacht entscheiden. Ganz allein hierhin zimmern. So, eine noch. Da könnte man theoretisch eigentlich hier die Grenze ziehen gleich. Ja, warum nicht? Warum nicht hier einfach mal eine Grenze ziehen? Es reicht, hier werden Grenzen gezogen. So, die auf die 4. Und dann das passt so und dann muss hier glaube ich noch einer rein. So, genau.
Das passt so nicht. Und da noch einer rein. Und schauen wir mal, wie weit das hier jetzt... Oh, das war super. Wie weit das jetzt hier reinragt. So, es geht doch, genau. Dann fliegt jetzt hier der Spaß weg.